Errungenschaft freigeschaltet, der beste Freund. Ah, jetzt können wir das nächste Kapitel machen. Sind eigentlich. Diesmal nehme ich leicht. Keine Lust mehr. Bisher bei Alan Wake. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nachdem ich meine Frau vor dem mysteriösen Dunkel gerettet hatte, war ich am dunklen Ort gefangen. Fantasie kann hier dein Feind sein. Einer albtraumhaften Welt, die irgendwo jenseits der Ufer unserer Existenz liegt. Ihretwegen geschieht das alles. Du musst tun, was Zane dir sagt. Folgen Sie dem Signal. Kommt das wirklich alles aus meinem Kopf? Der Dunkelort spielt Ihnen Streiche. Auf dem Weg durch die sich ewig verändernde Landschaft versuchte ich, Thomas Zane zu erreichen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie gehen immer tiefer rein. Na bitte, Alan. Hartman? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Nein. Im Ernst, Wayne, dieser Rahmen gerät außer Kontrolle. Nein, raus aus meinem Kopf. Reiß dich zusammen, Herr. Du weißt doch, die Realität ist hier anders. Genau das meinte ich, Herr. Ah, ich glaube, ich sitze hier fest. Du musst selbst einen Weg nach draußen finden. Ich warte. Denk daran, du bist immer noch am dunklen Ort. Das weißt du, ja? Ich will dich nicht beunruhigen, Kumpel, aber es geht um die Wurst. Schön. Ich spürte, wie der Druck zunahm. Barry hatte recht. Die Zeit lief davon. Alles, was ich sah, war eine dunkle, verdrehte Version der Realität aus meinen Erinnerungen und Gedanken. Hast du wenigstens eine Taschenlampe für mich? Nein. Krümel! Da drüben geht das Krümelmonster. Ich muss aber sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Im letzten Kapitel, letzten Folge, wie auch immer, bin ich wie eigentlich an der Folge davor oft gestorben. Zu oft gestorben. Ah, ich gleich muss noch. Oder? Du musst sie zum Schaukeln bringen. Ah. Und habe einen Fernseher besiegt. Oft genug. Jetzt sind wir wieder hier gelandet, bei dem Doktor. Ist Albtraumwelt. Ich muss es akzeptieren. Wenn all dies meinem Geist entsprang, dann ließ ich selbst es geschehen. Ich kämpfte buchstäblich gegen mich selbst. Ein Moment der Klarheit. Taschenlampe finden. Übrigens wird das jetzt auch die letzte Folge sein von dieser Aufnahmeserie, die ich jetzt gerade mache. Nachher werde ich was mal frühstücken. Keine Munition. Besser gesagt, keine Waffe. Ich habe zwar gesehen, dass ich glaube Schrotflintmunition gefunden habe, aber ich habe keine Munition dafür. Keine Waffe. Naja, wird schon aber eine sein. Ah, wir sind da hochklettern, gut. Gibt es wenigstens noch irgendwas? Vielleicht zu viel Akku als in der Waffe? Ich glaube nicht.
gut, weiter. Nach dem Abschluss von Departure war ich selbst auch fertig. Ich hatte nur Alice retten wollen. Danach wollte ein Teil von mir aufgeben und sterben. Aber ich hatte nicht aufgegeben. Thomas Zane hatte mich gefunden. Ich hatte eine Albtraumlandschaft durchquert und war seinem Signal gefolgt. Er hatte mir gesagt, dass ich zu tief hineinging. Ich wusste nicht, ob er den dunklen Ort oder den Wahnsinn meinte. Vielleicht war es dasselbe. Beides. Ah, na hier Böses. Aha, ein Videospiel von Night Springs. Gut, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nichts davon haben eigentlich. Das ist ja nicht wie bei Fallout, dass ich bin Pip-Boy. Spiele spielen können. Hey Al! Gut gemacht! Du bist also echt irre, was? Mal ehrlich, damit haben wir doch gerechnet. Naja, aber ich fühle mich recht vernünftig, den Umständen entsprechend. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, deshalb sind sie verrückt! Hey, sieh dir die Leitschuhe unter der Lodge an! Das ist Zanes Licht. Ja, weiter singst du nicht mehr. Das heißt, er hat dich fast eingeholt. Du solltest mit ihm reden. Werde ich tun. Ich hoffe, das Haus ist diesmal nicht so aggressiv wie beim letzten Mal, als das Böse hier war. Aber wenn es eh eine Fantasiewelt ist, na gut. Feuerwerk, Feuerwerk. Werkzeug. Oh. Jede Menge Feuerwerk! Klasse! Wake hörte die Old God spielen. Die Musik war ganz verdreht. Sie zog die Schreckgestalten an. Naja, ich will die Munition haben. Ich kann eigentlich steuern, ich kann nicht laufen. Erinnerst du dich daran, Herr? Das ist falsch! Die Musik kreischte und wummerte um Wake herum, als die Monster angriffen. Ach du großer Gott. Sie überrennen mich doch schon. Hey, ist das nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bedroht wirst, als ob deine größte Kraft sich gegen dich richtet? Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Spiel rockelt, gut. Und ich bin tot. Jede Menge Feuerwerk! Klasse! Wake hörte die Old Gods spielen! Die Musik. Aber ich will doch nur meine Waffe nehmen und mir den Scheiß hier nicht ansehen. Ja. Ja, ich will es. Ich sehe es. Ich möchte aber gerne meine Waffe. Erinnerst du dich daran, Herr? Falsch.
Die Musik kreischte und wummerte um Wake herum, als die Monster von deiner Fantasie bedroht wirst, als ob deine größte Kraft sich gegen dich richtet. Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Umzingelt von Feinden und betäubt vom Lärm, war Wake hilflos. Und genervt. Ich glaube, den Angriff haben wir jetzt überstanden. Du kannst jetzt reingehen, Al. Der Große hat die Tür eingeschlagen. Darf ich vielleicht erstmal meine Gesundheit auffüllen? Danke. Und mich gleich noch ein bisschen aufladen mit weiteren Gegenständen. Jetzt müssen die Gegner erstmal besiegt, wie es aussieht. Vor allem muss man wirklich bedenken, ich habe es auf Stufe leicht gestellt. Dieses Mal. Und trotzdem, es ist sowas von schwer. Oder zumindest für mich. Alleine weiter, klar, kannst du nicht speichern, wie du willst. Ja, das macht so schön aus. Wow! Das ist typisch du, Al! Immer machst du alles so kompliziert. Das stimmt. Das ist nur eine Erinnerung. Selbst deine Erinnerungen sind kompliziert. Ja, du wirst wohl mit Zane reden müssen, jetzt, da er tatsächlich hier ist. Ich lasse euch dann, naja, nicht Fantasiegestalten, einfach mal in Ruhe reden. Ich Fantasiegestalt, du bist doch selber eine Fantasiegestalt. Zane. Sie waren gut, Alan. Jetzt kann ich Sie begleiten. Sie sind in Ihrem Traum gefangen. Sie müssen sich wecken, aber erst müssen Sie sich selbst finden. Die Hütte. Ja, meine Hütte. Das wird nicht leicht. Ihr früheres Werk kann Ihnen helfen. Ich habe noch einige Seiten Ihres Manuskripts übrig. Solche Worte sind hier mächtig. Da ist eine Manuskriptseite. Nehme sie an. Das ist es? Der Leuchtturm? Das passt sehr gut. Ich kann Ihnen dahin helfen. Aber danach sind Sie allein. Ich kann jetzt nicht in die Hütte. Dafür hat das Dunkel bei unserer letzten Begegnung gesorgt. Sie treten sich selbst gegenüber, den Teilen Ihres Geistes, die sich schwer kontrollieren lassen. Den Kampf kann niemand für sie gewinnen. Okay, das ist was anderes.
Ich war froh, Zane an diesem Ort dabei zu haben. Er kannte das Gelände, wie es jetzt war. Aber ein Teil von mir fragte sich, ob er überhaupt noch ein Mensch war. Nach so vielen Jahren hier. Wahrscheinlich nicht. Er ist jetzt ein Big Daddy aus Bioshock. Die Welt kippte. Sie stand auf dem Kopf. Wake war verloren. Er würde fallen. Er wusste noch immer nicht, wo oben war. Er würde hier sterben. Zerfetzt vom Wirbelsturm. Gott sei Dank. Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie aufs Beton aufschlagen. Du kannst mich nicht so sehr töten wollen. Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie aufs Beton aufschlagen. Du kannst mich nicht so sehr töten wollen. Der Sturm kam! Er würde ihn abwerfen! Volker! Ui, und ich hüpfe ins Nichts. Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie auf Beton aufschlagen. Du kannst mich nicht so sehr töten wollen. Der Sturm kam! Er würde ihn abwerfen! Du solltest doch springen. Ich hab doch die Leertaste gedrückt. Warum springst du nicht? Hast du doch vergessen, wie man springt? Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie auf Beton aufschlagen. Du kannst mich nicht so sehr töten wollen. Der Sturm kam! Er würde ihn abwerfen! Los! Ich bin ein Weltexperte! Du bist ein Idiot! Gewirbelt. Er bestand aus Dunkelheit. Er hatte erlebt, was passieren konnte. Er riss alles hinweg. Ich musste durch das wirbelnde Chaos hindurch. Es erinnerte mich an das Dunkel. Nur eine weitere Erinnerung. Es konnte mich trotzdem töten. Sehr surreal hier. Fliegende Betten. Vielleicht noch ein fliegender Teppich, ein Aladdin kommt. Stein! Erscheine! Stein um Stein, mauer ich dich ein. Stein um Stein, ich
werde immer bei dir sein. Sie sich auf den Leuchtturm. Wenn Sie ihn erreichen, finden Sie die Hütte. Es wird hier immer verrückter sein. Ja, das ist zu erwarten. Sie kämpfen um sich selbst. Die Landschaft reflektiert diesen Kampf. Aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durchhalten, können Sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Kann ich jetzt die Wahrheit erkennen? Jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Was? Rollen. Auf! Zurück! Böse Gedanken! Da hinten ist der Leuchtturm. Da waren wir ganz am Anfang im Traum gewesen. Am Anfang des Spieles. Batterien. Speicherpunkt? Ja. Reinwerfen. Ungeheuerlich, diese ganzen Fernseher.
das sind keine Fernseher, die ich möchte. Ich möchte gerne einen 3D-Fernseher. Auch wenn viele den nicht wollen und 3D nicht gut finden. Wake musste durch ein Labyrinth laufen. Sinnlos im Kreis. Oh, und jetzt? Ein W oder ein M steht für Mario oder für Wario. Oh, was weiß ich. Seine Tasten von der Schreibmaschine. Wer bist denn du? Das bin doch ich. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Doch halten Sie bitte dieses Gebäude an. Sehen wir uns Ihren Kopf mal an, Mr. Wake. Bitte! Verflucht! Ich habe bitte gesagt! Ich brauche mehr Licht! Ich habe da Licht angemacht, ja. Vielleicht kann ich sie anmachen irgendwo. Nein. Tut mir leid. Tut mir leid, Freund. Springen! Ich bin noch gesprungen. Ich bin in den Tod gesprungen. Ich weiß nur nicht warum. Naja. Ich habe zwar Schaden genommen, aber ich lebe zumindest. Das auf hier. Ach so. Ah, hüpf, hüpf. Sieht alles so gleich aus. Ist ja eigentlich oben und unten. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich? Ich muss so kurz warten, dass ich wieder ein bisschen gesund werde. So, jetzt geht's weiter. Ich bin so zu der Folge eigentlich jetzt beenden, aber. Ach, ich mach trotzdem weiter.
Höhle der Riesenrad. Ich will da hoch. Geschweige denn, ich muss da wahrscheinlich hoch. Oder ich muss hier hin, keine Ahnung. Oh. Los! Was ist das, wo das? Der wird ja wohl so ein kleines Stückchen erschaffen. Gut, jetzt gerade nicht, weil das zu hoch wird, aber. So vom Prinzip jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Gut, ich muss irgendwie hochkommen. Oder ich muss so lange warten, bis ich das hochdreht. Komm. Jetzt. Oh, das ist doch typisch. Ja, runter. Jetzt wird es ja immer tiefer, jetzt kann ich erst recht nicht runterspringen. Obwohl, wenn ich noch ein Stückchen warte, wird es vielleicht ein bisschen gerade. War ich ja nicht schon. Hier war ich doch eigentlich schon. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Ich meine, zum Leuchtturm, ja, aber wie komme ich zum Leuchtturm? Sicherlich dann zu der Brücke da drüben hin. Ja, wahrscheinlich muss man zu dieser Brücke hin. Du wirst aber ja dazwischen kommen. Ochs. Also, das ist doch wirklich nicht wahr. Jetzt springt dieser Vollpfosten da runter. Und stirbt. Also manchmal ist Alan Wake wirklich ein richtiger Idiot. Scheiße, will sich aber festhält oder irgendwas. Ich meine, wir sind ja nicht bei Tomb Raider, das ist mir schon klar, aber trotzdem. Wo bin ich? Und hier bin ich wieder. Los, Ellen. Ellen, du schaffst es, du schaffst es, guter Ellen. Ellen. Ellen, du bist das da. Denn das ist doch alles wunderbar.
Bar. Kriegt mir ja einen Drehwurm hier. Achso, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Achso, gut. Ich werde das jetzt offline erstmal weiter versuchen und wenn ich weitergekommen bin, ab da nehme ich weiter auf. Also mach's gut, bis dann, tschüss.